Hallo, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich darüber berichten, wie man seine eigene Homepage erstellt. Ich bin mit meiner Homepage seit 2015 online und habe diese Homepage ohne fremde Hilfe erstellt, indem ich mich eigenständig in dieses Thema eingearbeitet habe. Ich möchte jetzt über meine Erfahrungen berichten. Ich habe für meine Homepage einen Homepage-Baukasten benutzt. Ein Homepage-Baukasten ist ein Baukasten mit den einzelnen Elementen, um eine Homepage zu erstellen und diese online zu stellen. Das heißt also, man braucht keine Programmierkenntnisse, sondern man kann mittels einer einfacheren Vorgehensweise aus verschiedenen Elementen diese Homepage selber herstellen und diese anschließend auf dem Server hosten. Man spricht da von Hosten. Die Homepage werden gehostet auf einem Hosting-Server. Das heißt also, man braucht, wenn man eine Homepage veröffentlicht, muss man im Internet ein Webspace mieten, in dem man seine Homepage veröffentlicht mit einer Webadresse, damit diese im World Wide Web aufgerufen werden kann. Normalerweise bezahlt man dafür eine Abogebühr im Jahr. Dann geht es darum, erstmal ein Thema zu haben. Was will man veröffentlichen? Ich habe meine Ahnenforschung veröffentlicht und das Schreiben als Hobbyautor und das Mountainbiking. Also ich habe mein Schwerpunkt auf die Veröffentlichung meiner Hobbys gelegt. Meine Homepage, die hat jetzt mittlerweile etwa 160 Web-Unterseiten. Ich habe auf die Art und Weise schon Kontakte zu Gleichgesinnten herstellen können in der Vergangenheit. Bei mir kommt hinzu, dass ich praktisch ein Nischenthema habe, das heißt also ein Spezialthema, was nicht so in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Hier ist es sinnvoll, viel Arbeit in die Suchmaschinenoptimierung reinzustecken. Und zwar unter Suchmaschinenoptimierung versteht man, dass man für die Google-Suchmaschine Keywords festlegt, mittels denen der User, der im Internet surfen tut, meine Homepage finden kann. Das sind halt also Schlüsselworte. Also bei mir ist es halt so, dass ich halt spezielle Schlüsselworte finde, verwende, die halt wenig gebräuchlich sind. Aber wenn jemand diese Schlüsselworte in der Suchleiste von Google eingibt,
dann ist es wirklich ein ernsthafter Interessent, der mit mir ein Interessengebiet teilen tut. Man muss ja unterscheiden, ob man allgemein gefunden werden will und dann läuft man Gefahr, dass die Homepage schnell weggeklickt wird, oder ob man spezielle Keywords festlegt, dann hat man wenig Besucher, aber das sind dann ernste Besucher, die einen wirklich interessieren. Der nächste Punkt ist halt, dass man bei der Homepage eine übersichtliche Struktur macht und die Homepage gliedert. Dazu benutzt man ein Menü. Ich habe ein horizontales Menü benutzt, in dem man praktisch die einzelnen Untermenüs aufklappen kann und dann gelangt man halt zu den einzelnen Unterseiten. Also eine wichtige Menüführung, die übersichtlich ist, ist ebenfalls auch wichtig. Außerdem muss man die Cookie-Richtlinien einhalten. Das heißt also, da ja meistens Cookies verwendet werden auf den Homepages, wie allgemein auf den Webseiten, muss man auf die Cookies hinweisen und darf erst tracken, wenn der Besucher aktiv die Genehmigung erteilt hat. Tracken heißt, dass auf der Homepage im Rahmen von einer Analytics die Besucher analysiert werden, welche Seiten wie sie lange benutzen. Natürlich müssen diese Besucher anonymisiert erfasst werden und dürfen keinen Rückschluss gewährleisten auf die einzelnen Personen. Interessenten können meine Homepage besuchen, www.ahnenkruse.de, und sich von meiner Homepage inspirieren lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.